Meine Damen und Herren, wir haben uns das letzte Mal mit dem Riemannschen Krümmungstensor beschäftigt. Wir haben ihn eingeführt und einige Eigenschaften besprochen. Das Wesentliche bei diesem Riemannschen Krümmungstensor ist der Umstand, dass es ein Tensor ist, mit dem die Krümmungseigenschaften eines Riemannschen Raumes beschrieben werden können. Deswegen heißt er auch Riemannscher Krümmungstensor. Er ist verhältnismäßig kompliziert definiert und man könnte sich denken, das muss doch alles viel einfacher gehen. Aber nach allem, was man so weiß aus der Literatur seit Riemanns Zeiten, lässt sich das nicht einfacher machen. Jedenfalls ist die wesentliche Eigenschaft die, dass wenn der Riemannsche Krümmungstensor gleich 0 ist, dann ist das gleichbedeutend damit, dass der zugehörige Riemannsche Raum flach ist. Das ist also eine Äquivalenz. Wenn er nicht 0 ist, dann ist er nicht flach. Das ist in beiden Richtungen so und daher hat man damit ein Mittel in der Hand, zu überprüfen, ob der Riemannsche Raum, festgelegt durch den jeweiligen Metriktensor, ein flacher Raum ist oder nicht. So ohne weiteres sieht man es dem Metriktensor ja nicht an. Letzten Endes, der Riemannsche Krümmungstensor, definiert durch die Christoffelsymbole, ist der letzten Endes wieder vom Metriktensor abhängig, weil ja die Christoffelsymbole wieder durch den Metriktensor und seine ersten Ortsableitungen bestimmt ist. Das habe ich versucht, letztes Mal alles auf den Tafeln unterzubringen und ich hoffe, dass Sie sich das irgendwie so einverleiben können. Letzten Endes ist es immer der Metriktensor, den man auf einer Mannigfaltigkeit definiert, um den entsprechenden Riemannschen Raum zu beschreiben. Und von dem Metriktensor abhängig ist eben der Riemannsche Krümmungstensor, bei dem man dann eben gleich erkennen kann, wenn er 0 ist, dass der Raum, um den es geht, ein flacher Raum ist. Und umgekehrt, wenn es ein flacher Raum ist, dann muss er 0 sein. Ist er also nicht 0, dann ist der Raum gekrümmt. Und das ist das, wo wir heute ansetzen werden, zusammen mit Einstein, so vor circa 100 Jahren, mehr ist das nicht her, um eben eine Theorie der Gravitation zu erhalten. Wir werden natürlich diese Theorie nicht durchführen, das ist natürlich eine entsprechend größere Vorlesung, das wird angeboten hier im Haus, aber immerhin bis zu den Feldgleichungen ist es jetzt kein weiter Weg mehr. Und damit ist eigentlich die Physik, um die es geht, schon beschrieben. Aber diese Physik ist also nicht einfach, wie Sie sehen werden bei der Diskussion dieser Feldgleichungen. Also das nur noch einmal zur Erinnerung an die letzte Woche. Ich habe ganz am Schluss diese Symmetrieeigenschaften des Riemannschen Krümmungstensors oder Christoffel-Riemann-Tensors aufgeschrieben, weil wir die heute noch einmal bei gewissen Umformungen brauchen werden. Deswegen habe ich sie noch einmal notiert, aber Sie haben sie schon in Ihren Unterlagen, Sie brauchen sie sich nicht noch einmal aufschreiben. Sie werden sehen, es zahlt sich immer aus, bevor man mit einem mathematischen Werkzeug arbeitet, sich die Eigenschaften dieses Werkzeuges klarzumachen. Das sind einmal wichtige Eigenschaften des Riemannschen Krümmungstensors. Natürlich sein Zusammenhang mit der Krümmung des Riemannschen Raumes ist von großer Bedeutung. Aber jetzt möchte ich noch weitere Eigenschaften besprechen, die sich anschließend als sehr wichtig herausstellen werden. Also, zunächst, wo ist denn dieser Riemannsche Krümmungstensor
bei unserer Ableitung hergekommen? Wir haben uns eine höhere kovariante Ableitung angeschaut von einem Vektor. Wenn man einen Vektor kovariant ableitet und dann noch einmal kovariant ableitet, dann kann man sich eben fragen, was passiert, wenn ich diese beiden Ableitungen vertausche, in der Hoffnung, dass nichts passieren wird. So ist es aber nicht. Und ich möchte das hier noch einmal zusammenstellen, weil das eben zu den wichtigen Eigenschaften des Riemannschen Krümmungstensors gehört. Also unmittelbar hatten wir das so erhalten, dass wir gebildet haben einen Vektor AI, den haben wir betrachtet, dann haben wir nach J und nach K abgeleitet. Und wenn man so einen Tensor erster Stufe nach J und dann nach K ableitet und dann davon subtrahiert, wenn man den zuerst nach K und dann nach J ableitet, dann kriegt man also ein größeres Durcheinander von Christoffelsymbolen, was wir ja letzt vor einer Woche uns angetan haben. Aber letzten Endes kommt heraus ein AL, RL, IJ, K. Also der Riemannsche Krümmungstensor eignet sich dazu, die Differenz dieser kovarianten Ableitungen auszurechnen. Und jetzt sollten wir uns schon auch noch anschauen, wie das dann ausschaut, wenn man einen kontravarianten Tensor erster Stufe betrachtet. Da werden Sie sehen, da handelt man sich ein Minus ein. Und das möchte ich Ihnen schon zeigen, weil da kann man leicht in eine Falle tappen gewissermaßen. Also wenn wir jetzt davon ausgehen und hier da einfach den Index i überall hinaufziehen, das wissen Sie ja, dass das durch einen entsprechenden kontravarianten Metriktensor geht, dann erhalten wir damit ein A oben nach I nach J nach K minus A oben I nach K nach J. Und das ist dann, hier muss auch das I hinauf, A L mal R L und dann oben I und J K. So sieht das aus. Das wandeln wir noch einmal um in ein A oben I nach J nach K minus A oben I nach K nach J gleich. Und jetzt schnappen wir diese L hinauf hinunter. A oben L, R unten L, I J, K. Na, wo wären wir jetzt, wenn wir nicht für jeden Index seinen eigenen Aufzug hätten? Also das muss hier natürlich überall genau eingehalten werden, sonst kennt man sich nicht aus. Und jetzt verwenden wir diese Symmetrie S2. Wenn man die ersten beiden vertauscht, die Indizes, wird das Ganze negativ. Also gemäß S2 erhalten wir in dem konkreten Fall, dass R, L, I, J, K gleich ist. Die ersten zwei, auf die kommt es an, dass das gleich ist minus R, die zwei ausgetauscht, I, L, J, K. Und wenn wir das einsetzen, dann erhalten wir letzten Endes das Analogon zu dem da oben. A oben I
nach j nach k minus a oben i nach k nach j gleich. Und jetzt anstatt dieses Tensors r l i j k haben wir minus den. Minus a l r i l j k. Und das ist das, was am ähnlichsten aussieht zu dieser Beziehung da oben. Also auf dieser Spalte ist da hier, sehen Sie, wie konkret der Christoph-Riemann-Tensor oder Riemannsche Krümmungstensor mit diesen zweimaligen Kovariantenableitungen zusammenhängt. Wegen dieser Symmetrie oder besser hier Antisymmetrie handelt man sich hier dieses Minus ein. Aber dann gibt es noch was Spannendes. Und das ist eine sehr tiefliegende und recht schwierig abzuleitende Geschichte, deswegen werden wir das nicht gemeinsam durchführen. Da gebe ich Ihnen nur das Ergebnis an, die sogenannten Planck-Identitäten. Die sind wichtig im Zusammenhang damit, dass man sich auch Gedanken darüber machen kann und wie Sie sehen werden, gleich dann physikalischerweise Gedanken machen muss, was passiert, wenn man den Riemannschen Krümmungstensor noch kovariant ableitet. Ograus, man stelle sich vor. Und da gibt es aber eine Hilfe. Also, kovariante Ableitung von R M von Rm n i j. Und da hat der Herr Bianchi die nach ihm benannten Bianchi-Identitäten hergeleitet. Und da sage ich also jetzt mit voller Überzeugung, man zeigt Doppelpunkt. Und das ist also eine größere Angelegenheit. Man zeigt, dass RmnIj nach K plus RmN und dann JK nach I plus RmN N K I nach J gleich 0. Also zyklische Vertauschung I J nach K, J K nach I, K I nach J. Das schaut irgendwie ein bisschen ähnlich aus zu dieser Symmetrieeigenschaft, die ich Ihnen hier hergeschrieben habe. Nur das noch ein Index mehr, weil da wird danach hier jeweils kovariant abgeleitet. Und Sie werden sich vielleicht bei der Gelegenheit denken, jetzt erzählt er uns also wirklich Sachen, die völlig uninteressant sind. Wer kann so etwas brauchen? 1915 hat es sich daran aufgehängt, wie Einstein draufgekommen ist, dass es diese Bianchi-Identitäten gibt, dass er dann die Feldgleichung aufstellen konnte, obwohl er sich seit 1907 oder sowas darum bemüht hat. Das ist der Schlüssel. Und das ist ganz interessant zu wissen. Und Sie können sich jetzt sicher vorstellen, was das bedeutet. Es sind einfach kovariante Ableitungen des Riemannschen Krümmungstensors, die in einer gewissen Weise durchgeführt, dann unter Verwendung aller dieser Symmetrieeigenschaften, letzten Endes in Summe 0 ergeben. Damit haben wir die Eigenschaften des Riemannschen Krümmungstensors besprochen und wollen also jetzt dazu übergehen, das, was wir da bis jetzt haben, anzuwenden auf den Grundgedanken, der auf Einstein natürlich zurückgeht, dass
bei der Theorie der Gravitation es auf die geometrischen Eigenschaften der vierdimensionalen Raumzeit ankommt und dass diese Krümmung der vierdimensionalen Raumzeit zusammenhängen muss mit der Massen- und Energiedichte und Impuls der Materie. Also das Konzept oder der Grundgedanke der allgemeinen Relativitätstheorie. Jetzt schwenken wir also zur Physik, weg von der Mathematik, aber Sie werden sehen, wir sind sofort wieder voll in der Mathematik drinnen, wenn wir dieses Konzept umsetzen wollen. Dieses Konzept der allgemeinen Relativitätstheorie, ART, damit man nicht so viel schreiben muss, besteht darin, dass also die Krümmung der vierdimensionalen Raumzeit, die man ja seit den Arbeiten von Minkowski her schon kennt, damals nur für den Bereich der speziellen Relativitätstheorie entwickelt. Das geht übrigens nicht auf Einstein in der Form zurück, sondern auf Minkowski. Und der Einstein soll am Anfang sogar gesagt haben, jetzt verstehe ich meine eigene Theorie nicht mehr. Aber er hat sich also dann damit offensichtlich auseinandergesetzt. Weil dieser Minkowski-Raum, der ja ein flacher vierdimensionaler Raum ist, einen guten Ansatzpunkt liefert, um dieses Konzept der allgemeinen Relativitätstheorie umzusetzen. Dass nämlich die Krümmung der vierdimensionalen Raumzeit bestimmt ist, durch die Massen- und Energiedichte beziehungsweise Energiedichte und durch den Impuls der Materie. Die Aussagen, das schreibe ich jetzt nicht alles an die Tafel, der allgemeinen Relativitätstheorie sind zweierlei. Einerseits, die Materie wirkt auf die Raumzeit. Wo viel Materie mit viel Massendichte und Impuls vorhanden ist, wird die Raumzeit stärker gekrümmt sein. Andererseits, zweite Aussage, die Raumzeit und ihre Geometrie wirkt sich ihrerseits wieder aus auf die Bewegung der Materie. Wenn also die Raumzeit wo stark gekrümmt ist, dann werden auch die Bahnen von Teilchen, von Materieteilchen, die nur unter dem Einfluss der Gravitationskraft sind, auch entsprechend stärker gekrümmt. Das sind die beiden Aussagen. Damit hat eigentlich die Raumzeit in der allgemeinen Relativitätstheorie so ungefähr eine ähnliche Funktion wie das elektromagnetische Feld in der klassischen Elektrodynamik. Einerseits bewirken Ladungsdichten und Stromdichten die Ausbildung eines elektromagnetischen Feldes. Das wird bestimmt durch die Maxwell-Gleichungen. Andererseits, wenn ein elektromagnetisches Feld dann vorliegt, dann beeinflusst dieses Feld wieder, bewirkt Kräfte auf Strom, auf Teilchen mit Ladungen, und also auf Ladungsdichten und auf Ströme. Dafür zuständig ist wieder die Lorentzkraft. Das ist all jenen, die im zweiten Semester jetzt in die Grundvorlesung gehen, wohl bekannt. In einer gewissen Weise ähnlich ist das hier. Die Massen- und Impulsdichten bewirken eine Raumkrümmung, das ist quasi das Feld, und die Raumkrümmung ihrerseits wieder beeinflusst die Bewegung von Materieteilchen in diesem Raum.
Also dass der gekrümmte Raum übernimmt quasi die Funktion eines Feldes. Daher spricht man auch von den Einsteinschen Feldgleichungen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie diese Massen- und Energiedichte einerseits und die Impulse andererseits der Materie beschrieben werden. Und da werde ich zum jetzigen Zeitpunkt nur sagen, dafür verwendet man den vierdimensionalen Energieimpulstensor. Und der wird als C μ bezeichnet. Und da verwendet man griechische Indizes, um anzudeuten, wie überall in der allgemeinen Relativitätstheorie, dass das Indizes sind, die von 0 bis 3 laufen. 0, 1, 2, 3, vierdimensional. 0 ist zeitartige Komponente und 3 raumartige Komponenten. Dieser Energieimpulstensor T-μ beschreibt diese Massen- bzw. Energiedichte einerseits und den Impuls der Materie andererseits in dem vorgegebenen Bereich der betrachteten Raumzeit. Für Masse bzw. Energie und für Impuls gibt es aber ganz wichtige Erhaltungseigenschaften. Die Energieerhaltung und die Impulserhaltung. Und diese Erhaltungseigenschaften, die haben bei der Überlegung zur Herleitung der Feldgleichungen natürlich eine wichtige Rolle gespielt. Denn wenn die mit diesen ganz wichtigen Erhaltungssätzen nicht konform wären, diese Feldgleichungen, dann müssten sehr stringente zusätzliche Seitenbedingungen noch dazugefügt werden. Das wäre keine günstige Situation. Man wollte natürlich haben, dass diese Eigenschaften automatisch in diesen Feldgleichungen drinnen sind. Und es zeigt sich physikalisch, einerseits, dass der Energieimpulstensor eine Symmetrieeigenschaft hat, dass T-μ gleich T-μ ist. Solche Symmetrien gibt es vielfach in der Physik. Auch der Spannungstensor in der Elastizitätslehre ist symmetrisch. Eine Reihe solcher für die Physik wichtige, auch der Trägheitstensor bei der Bewegung des starren Körpers ist ein symmetrischer Tensor. Also das tritt sehr häufig auf, dass die in der Physik wichtigen Tensoren symmetrisch sind. Aber wegen der Impuls- und Energieerhaltung muss außerdem eine Art Divergenz davon null sein. T-μ-ν Kovariant nach μ muss gleich 0 sein. Die allgemeine Kovarianz, das war ein Schlagwort bei der Herleitung der Feldgleichungen in der allgemeinen Relativitätstheorie. Also wenn man eine Feldgleichung in tensoreller Weise aufstellen möchte, wo man jetzt die Krümmung der vierdimensionalen Raumzeit, stoßen Sie sich nicht daran, dass sich das kein Mensch vorstellen kann. Einstein hat sich nicht vorstellen können. Denken Sie sich im Kopf immer zwei Dimensionen zurück, weil das ist das, was man gerade noch kann. Also die Krümmung der vierdimensionalen Raumzeit soll mit diesem Energieimpulstensor in Beziehung gesetzt werden. Na, dann muss der Tensor, der diese Raumkrümmung beschreibt, und der hat also sicher was mit dem Riemannschen Krümmungstensor zu tun, diese Eigenschaften haben. Er muss ein Tensor zweiter Stufe sein, er muss symmetrisch sein und das ist das Ärgste,
Es muss diese Divergenz, wenn Sie so wollen, also diese kovariante Ableitung nach μ und Summation darüber, das muss 0 sein. Sowas muss man konstruieren. Dann erst ist die Möglichkeit gegeben, dass man also tatsächlich da eine Feldgleichung aufstellen kann. Und da waren wieder die Italiener hilfreich. Nicht nur der Bianchi da, sondern auch der Ricci hat dazu viel beigetragen, und zwar schon vor der Relativitätstheorie. Das ist ja schön, es liegt ja oft schon das Gold auf der Straße. Man muss es nur aufsammeln. Ne? Und das ist manchmal schwierig, weil man nicht sieht, wo die ganzen Goldmünzen herumliegen. Ne? Siehe Bianchi-Identitäten. Also, da gibt es zum Beispiel, damit man auf von einem Tensor vierter Stufe, dem Riemannschen Krümmungstensor, nicht? Sehen Sie da überall, vierter Stufe, auf einen Tensor zweiter Stufe kommt, die Möglichkeit der Verjüngung. Das kennen Sie schon alles. Sie sehen, es fügt sich ein Konzept zum anderen, damit letzten Endes alles verwendet wird. Also verjüngen wir ihn. Und diese Verjüngungen hat der Ricci durchgeführt. Von RL in JK. Und was dabei herauskommt, ist der Ricci-Krümmungstensor. Naja, das ist gar nicht so kompliziert. R und IJ ist einfach definiert als RSISJ. Und R ist der Riemannsche Krümmungstensor. Man nimmt einfach den ersten und dritten Index und summiert darüber. Jetzt können Sie sich fragen, warum macht man das? Na, warten Sie. Das ist natürlich jetzt etwas, was nicht so ganz einfach verläuft. Aber etwas kann man schon absehen. Und zwar wieder eine Eigenschaft. Aber definieren wir uns noch was Zweites. Den Ricci. Krümmungsskalar, der hat natürlich gleich weitergedacht. Was ist, wenn wir noch einmal verjüngen? Der Krümmungsskalar ist definiert als RS nach S. Also ausgehend von diesem soeben definierten Ricci-Krümmungstensor, wenn man jetzt noch einmal über die beiden Indizes summiert, dass ich da immer einen Index raufziehen kann, das ist Ihnen bewusst. Ich kann jederzeit mit einem Metriktensor jeden Index hinauf und hinunterschieben in seinem Aufzugsschacht. Das sollte bei der Gelegenheit jetzt alles klar sein, dass das kein Problem ist. Und dann kommt man auf diesen Ricci-Krümmungsskalar. Ja. Wäre es beim Krümmungstensor, beim Ricci-Krümmungstensor auch möglich, den letzten Index des NS zu bezeichnen, also RSIJS? Das ist möglich. Aber ich kenne es nur so. Okay, aber es wäre auch konsistent. Naja, Sie können natürlich mit Verwendung aller dieser Symmetrieeigenschaften die noch einmal umschreiben. Und das werden wir in gewisser Weise jetzt auch machen, weil vielleicht kommt es sogar genau auf Ihre Frage hin. Ja, mal gleich sehen. Wir schauen uns natürlich wieder Eigenschaften an. Das ist allerweil gut, sich die Eigenschaften der Werkzeuge anzuschauen, mit denen man arbeitet. Eigenschaft von RIJ. Das RIJ
ist also gleich. Laut Definition R-I-S-R-S-I-S-J. Und jetzt schieben wir also diese Indizes da einen hinunter, einen hinauf. Dann haben wir gleich R-S-I-S-J. Naja. Und dieses R-S-I-S-J, da wenden wir jetzt diese Symmetrieeigenschaft hier an. Wenn Sie die ersten zwei Indizes und die zweiten zwei betrachten und Sie schieben die ersten nach hinten und die zweiten nach vorne, ändert sich nichts. Also kommt heraus, die ersten nach vorne, R, S, J, die zweiten nach hinten, S, I. Die haben wir noch auf die zweite Stelle gerückt, die SJ an die erste Stelle. Und jetzt sehen Sie, dass wir wieder die Definition des Ricci-Krümmungstensors haben. Über ersten und dritten Index wird summiert, so wie hier auch. Aber jetzt steht nicht IJ, sondern JI. Also ist das gleich R. JI. Und aus dieser Eigenschaft ergibt sich also die Symmetrie. RIJ ist gleich RJI. Das ergibt sich aus der Definition und aus dieser Symmetrieeigenschaft S1, die ich da hier noch einmal aufgeschrieben habe. Und jetzt wenden wir uns also der kovarianten Ableitung des Ricci-Krümmungstensors zu. Und um das untersuchen zu können, starten wir mit den Bianchi-Identitäten. Und da werden jetzt einige Umformungen notwendig sein, wo ich Sie bitten muss, genau mitzudenken. Und es kommt dann aber eine sehr interessante Schlussfolgerung heraus, die uns dann den unmittelbaren Zugang zu den Einsteinschen Feldgleichungen ermöglicht. Also die erste Umformung, die wir bei diesen Bianchi-Identitäten, die da oben stehen, diese Summe der drei Terme, die gleich Null sind, die erste Umformung, die wir durchführen, ist, dass wir als erstes einmal mit dem Kronecker-Delta, Delta IM, multiplizieren. Wenn man das macht, dann wird mit Hilfe dieses Delta IM das M in allen drei Termen durch ein I ausgetauscht. Die altbekannte Regel vom Austausch der Indizes mit Hilfe des Kronecker-Deltas. Also wir schreiben praktisch diese Identitäten so um, dass wir einfach überall statt M ein I hineinsetzen. Der erste Term ist RI, N, I, J nach K. Und dann der zweite Plus, dann haben wir RI, N, J, K nach I. Und der dritte wieder RINKI nach J plus RINKI nach J. Sie sehen, es ist IJK, JKI, KIJ, wie es eben bei den Bianchi-Identitäten zu sehen ist. Die Summe ist wieder gleich Null.
Und Sie werden sich jetzt denken, was hat uns das gebracht? Zunächst sieht man keine unmittelbare Verbesserung. Aber jetzt können wir die Symmetriebeziehungen S2 und S3 anwenden. Schauen Sie, wie die ausschauen. Bei S2 ist es so, dass beim Riemann-Krümmungstensor der Austausch der ersten zwei Indizes, statt Li ist es IL, uns ein negatives Vorzeichen eintritt, bezüglich dieser Indizes ist er also antisymmetrisch. Und auch bei Austausch der zweiten zwei Indizes ergibt sich ein negatives Vorzeichen. Und da werden wir jetzt so vorgehen, dass wir einmal bei dem zweiten Term hier, RINJK, das gleich bei beiden Indexpaaren machen. Wenn man bei beiden Indexpaaren dann austauscht, handelt man sich zweimal ein Minus ein und dadurch wird wieder ein Plus daraus. Also wir lassen, damit nicht zu viel auf einmal geschieht, einmal den ersten Term unverändert. RINJK. Und jetzt vertauschen wir die ersten zwei Indizes und die zweiten zwei Indizes und es ändert sich letztlich nichts, weil die zwei negativen Vorzeichen gemäß S2, S3 dann wieder ein positives Vorzeichen ergeben. Also haben wir RNI statt IN und KJ statt JK. Es bleibt kovariant nach I. Und jetzt beim dritten Term verwenden wir nur das S3 und gehen also so vor, dass wir die KI, dieses Indexpaar, austauschen. Und das liefert uns jetzt ein negatives Vorzeichen. Sie werden sehen, das wird bis zum Ergebnis dieser Umformungen eine wesentliche Rolle spielen. Also wir kriegen hier dann unverändert RIN. Und dann IK und natürlich wieder Kovariant nach G gleich 0. Also Sie sehen, wir haben hier jetzt die zwei Symmetrieregeln verwendet und kommen daher auf diesen Ausdruck. Auch hier werden Sie sich wieder denken, und was soll das? Das ist auch doch eine etwas trickreiche Folge von Umformungen, die dann letzten Endes ein doch für das Ergebnis wichtige Schlussfolgerung zulassen. Man kann jetzt zum Beispiel mal sehen, dass hier über den ersten und dritten Index summiert wird. Und das hat eine wichtige Konsequenz, weil dadurch sehen wir, dass das entspricht der Definition des Ricci-Krümmungstensors, wo bei Überschiebung, also über Summierung über ersten und dritten Index, sich dieser Tensor zweiter Stufe ergibt. Also hier haben wir bereits den Übergang von dem Riemann-Krümmungstensor zum Ricci-Tensor. Also, es ist RNJ nach K, über I wurde summiert, RNJ nach K. Dieser erste Ausdruck ist also RNJ nach K. Sie sehen also, jetzt hat das bereits was gebracht, denn jetzt ist es so, dass wir da immerhin aus den Bianchi-Identitäten, in denen ja einzig der Riemann Krümmungstensor vierter Stufe drinsteht, wir jetzt einmal übergegangen sind hier zu dem Ricci-Krümmungstensor. Naja, dann den zweiten Term, den lassen wir stehen, plus RNIKJ nach I und beim dritten Term, haben wir jetzt wiederum, ganz wichtig, eine Summation über den ersten und dritten Index
des Tensors vierter Stufe, des Riemann-Krümmungstensors, und das ist dann ebenso nach der Definition des Ricci-Krümmungstensors ein Tensor zweiter Stufe, über I wird summiert, so wie da über I summiert wird, bleibt nk. Also minus weiterhin rnk Kovarianten nach je gleich 0. Nun, das hat uns jetzt schon was gebracht. Jetzt ist nur mehr einmal dieser Tensor vierter Stufe drinnen. Ansonsten haben wir es hier bereits zweimal da mit dem Ricci-Krümmungstensor zu tun. Na, und jetzt werden wir noch eine Multiplikation durchführen. Wir multiplizieren mit dem Metriktensor GNK. Was bringt das? Wenn wir mit GNK multiplizieren und überschieben daher mit N, dann bedeutet das ein Hinaufziehen des Index N und er wird dann als K hier erscheinen. So wie Sie das seit langem bereits jetzt kennen, das kennen Sie schon aus dem Wintersemester, Hinaufziehen eines Index mittels des kontravarianten Metriktensors. Also erhalten wir hier R statt N ein K, K je nach K, dann haben wir hier plus R K I K je nach I, also das N wird in K umgewandelt und I K je bleibt nach I und minus wieder R und jetzt aus N wird K, K, K nach J gleich 0. Sie sehen, das hat uns jetzt was gebracht. Zum Beispiel erkennen Sie, dass mit diesem Hinaufziehen des Index N da jetzt auf einmal ein RKK auftaucht. Das hier zeigt wieder, dass wir hier den Ricci-Krümmungskalar erhalten. Denn wenn wir also die beiden Indizes des Ricci-Krümmungstensors wieder gleichsetzen, also ihn verjüngen, erhalten wir den Krümmungskalar. Und andererseits, und das ist jetzt auch sehr schön zu sehen, haben wir hier wieder eine Summation über den ersten und dritten Index des Metriktensors, wie da oben die S in R, S, I, S, J, und es ergibt sich wieder der Ricci-Krümmungstensor. Das heißt, jetzt mit dieser Umformung ist es uns gelungen, komplett den Tensor vierter Stufe, den Riemann-Krümmungstensor, loszuwerden sozusagen und nur mehr hier den Ricci-Krümmungstensor zu haben. Und das schreiben wir auf. Also hier bei dem ersten haben wir es ja schon fertig stehen. Da kommt also jetzt heraus RKJ nach K. Und jetzt schauen Sie, was wir hier kriegen. Über die ersten und dritten Indizes wird summiert, bleibt ein RIJ. IJ, Kovarianten nach I. Und dann haben wir hier Minus und RKK ist der Krümmungskalar R, Kovarianten nach J, ist gleich 0. Na, immerhin haben wir noch, wir haben zwar immer noch die drei Terme, wie sie aus den Bianchi-Identitäten her sich ergeben, aber schauen Sie, jetzt sehen Sie, im ersten Term wird hier über K summiert, im zweiten Term wird hier über I summiert, sonst ist alles dasselbe. Das heißt, die beiden Terme sind gleich. Und es ist nur zweimal einer der beiden. Denn ob ich über K summiere oder über I summiere von 1 bis zur Dimensionszahl, es ist dasselbe Ergebnis. Die beiden Terme sind gleich.
Also nicht nur, dass wir uns jetzt dieses lästigen Tensors vierter Stufe komplett entledigt haben und nur mehr Ricci-Krümmungstensor und Ricci-Krümmungskalar drinnen stehen haben, wir können auf die Art und Weise auch die Anzahl der Terme reduzieren. Das ist natürlich ein großer Vorteil und macht die Sache übersichtlich. Damit also ergibt sich eine große Vereinfachung und wir können jetzt schreiben, anstatt dieser beiden Terme zweimal diesen zweiten Term zum Beispiel, weil sie sind ja beide gleich. Also zweimal Ri je nach I. Noch etwas. Jetzt haben wir da eine kovariante Ableitung nach I. Da ist eine kovariante Ableitung nach J. Es wäre schön, wenn in beiden Termen nach dem gleichen Index eine kovariante Ableitung gemacht wird. Nun, nichts einfacher als das. Wir brauchen nur diesen Index J austauschen mit Hilfe eines Kronecker-Deltas Delta IJ. Also schreiben wir minus Delta IJ und dann R kovariant nach J. Delta IJ, schreiben wir das anders herum. R kovariant nach I. Schauen Sie, hier steht es Delta IJ, R kovariant nach I. Nur für I gleich J steht was da. Dieses Kronecker-Delta vertauscht also diesen Index und macht einen Index J draus. Damit ist das identisch mit dieser Beziehung und das ist wieder gleich. Na, das ist natürlich jetzt schon wesentlich einfacher geworden. Das ist das Ergebnis von Umformungen dieser doch etwas aufwendigen Ricci-Bianchi-Identitäten. Ne, und jetzt sieht man, das kann man natürlich zusammenfassen, weil einerseits können wir hier vorne den Zweier wegbringen, indem wir das Ganze durch 2 dividieren und außerdem sehen Sie, dass jetzt beide Terme nach dem gleichen Index kovariant abgeleitet werden und wie wir schon besprochen haben, wenn zwei Terme Summationsterme nach dem gleichen Index kovariant abgeleitet werden, dann kann man auch die Summe gemeinsam nach einem Index ableiten. Also was wir da erhalten ist jetzt, wenn wir durch 2 durchdividieren und sozusagen diese kovariante Ableitung nach I herausheben, dass wir bekommen, durch 2 macht hier 1, R, I, J, nach I minus 1/2 Delta IJ und jetzt haben wir dann hier R und dann das ganze Kovariant nach I ist gleich 0. Schauen Sie, was wir hier jetzt erhalten haben. Also RIJ minus 1/2 Delta IJ mal R, beide nach I abgeleitet Kovariant ist gleich 0. Wir haben jetzt eine Kombination aus Ricci-Krümmungstensor und Ricci-Krümmungskalar, die kovariant nach I abgeleitet gleich 0 ist. Das ist sehr interessant, weil wir haben ja uns oben schon überlegt, bei diesem Energieimpulstensor, wenn man den kovariant ableitet nach einem der Indizes, dann ist der immer 0. Und jetzt haben wir hier etwas, diese Kombination von Termen, die diese Eigenschaft auch erfüllt. Das war jetzt der Ansatzpunkt für Einstein, der dann eben durch ähnliche Umformungen auf ein solches Ergebnis gekommen ist. Diesen Klammerausdruck
als einen neuen Tensor zu formulieren. Wir definieren also den Einstein-Tensor. Und er wird mit GIJ bezeichnet, G wahrscheinlich wegen Gravitation. Und wir schreiben ihn jetzt mit beiden Indizes unten. Also wir ziehen den Index I herunter und bezeichnen ihn wieder mit I. Das können wir alles bereits. Also wir schreiben jetzt hier das GIJ ist dann ein RIJ und jetzt minus 1/2. Und jetzt, wenn man den Index I heruntersetzt, erinnern Sie sich, das Kronecker-Delta kann man als gemischten Metriktensor auffassen. Wenn man den Index herunterschreibt, ist es dann kein gemischter Metriktensor, sondern eben der Metriktensor GIJ. Und dann mal R. Und das ist er. Das ist dieser Einstein-Tensor. Er hat ein paar Besonderheiten. Da ist so ein geheimnisvoller Faktor, ein Halb drinnen. Der kommt aus dieser Situation, dass es durch geschickte Umformungen und Anwendungen der Symmetrierelationen des Riemann-Krümmungstensors möglich war, da hier von den drei Termen der Bianchi-Identitäten zwei gleiche zu erhalten. Da haben wir zwei und dann haben wir durchdividiert 1/2. Und das Zweite, was auffällt, ist, dass hier ein Minus steht. Und dieses Minus kommt wieder daher, dass wir da in unterschiedlicher Weise Symmetrierelationen verwendet haben. Da haben wir zwei gleichzeitig angewendet, was uns wieder ein Plus ergibt. Da eine, was uns dieses Minus ergibt. Also diese einzelnen Schritte sind alle unausweichlich, um auf diesen Einstein-Tensor zu kommen. Und jetzt werden Sie vielleicht fragen, naja, und was haben wir davon? Meine Damen und Herren, wir haben sehr viel davon. Denn jetzt haben wir einen Tensor zweiter Stufe, der, weil er sich ja unmittelbar durch Verjüngungen einmal verjüngt und noch einmal verjüngt, zu Ricci-Krümmungstensor und Ricci-Krümmungstensor aus dem Riemannschen Krümmungstensor ergibt. Das heißt, diese beiden Größen, RJ und R, und damit auch ihre Kombination, sind unmittelbar charakteristisch für die Krümmung der betrachteten Mannigfaltigkeit. Was insbesondere dann eben bei der Anwendung auf die vierdimensionale Raumzeit von großer Bedeutung ist. Also was können wir erkennen? Gemäß obigem sehen wir es sofort. RIJ, wie Sie dort oben sehen, haben wir abgeleitet, ist symmetrisch in den beiden Indizes. GIJ, ne, das brauche ich Ihnen nicht näher sagen, der Metriktensor ist natürlich aufgrund seiner Definition ein symmetrischer Tensor. Damit ist aber das ganze Konstrukt symmetrisch. Und man erhält, dass das GIJ gleich GJI ist. Also, wir haben hier dass dieser Einstein-Tensor symmetrisch ist. Aber mehr als das, wir haben ja gesehen hier, dass diese Kombination, die wir als Einstein-Tensor bezeichnen, kovariant nach I gleich 0 ist. Also, IJ, jetzt schreiben wir den Index I wieder oben, J unten, also diese ganze Klammer, Kovariant nach I ist gleich 0. Und daraus erkennen Sie jetzt, dass wir mit dieser etwas merkwürdig erscheinenden Kombination von Ricci-Krümmungstensor, Metriktensor und Krümmungskalar ein Werkzeug erhalten haben, einen Tensor zweiter Stufe,
der durch sein Verhalten, durch seine Eigenschaften, die Sie hier sehen, völlig konsistent ist mit dem Energieimpulstensor, der auch symmetrisch in den Indizes ist und ein T-μ-μ nach μ, also eine verallgemeinerte Divergenz dieses Tensors, gleich 0 ist. Und das alles erfüllt jetzt dieser Einstein-Tensor in ganz gleichartiger Art und Weise. Damit ist dem Einstein der entscheidende Durchbruch gelungen, denn jetzt ist es möglich, weil eben dieser Einstein-Tensor völlig konsistent ist in seinen Eigenschaften mit dem Energieimpulstensor, dass man die beiden miteinander zusammengefasst dann verwendet, um daraus die Einsteinschen Feldgleichungen zu ermitteln. Es zeigt sich also, der Einstein-Tensor ist symmetrisch und seine verallgemeinerte Divergenz ist gleich 0. Er ist charakteristisch für die Krümmung der Mannigfaltigkeit, insbesondere der vierdimensionalen Raumzeit. Und damit sind das genau die Eigenschaften, die auch der Energieimpulstensor hat, so wie es dort oben steht. Und das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass man jetzt damit die Feldgleichungen aufstellen kann. Die Feldgleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie. Also die Einsteinschen Feldgleichungen. Und die lauten, und jetzt schreibe ich das wieder mit Indizes μ und ν, um anzudeuten, dass sich das aufs Vierdimensionale bezieht und von 0 bis 3 gehen die Indizes. Also das gμν, das ist also dieser Einstein-Tensor, ist dann einfach eine Konstante Kappa mal dem Energieimpulstensor T μ. Das sind sie. Natürlich etwas komprimiert aufgeschrieben. In dem G-Menü steckt das alles drinnen, also der Ricci-Tensor, der Ricci-Skalar und der Metric-Tensor. Und das lässt sich jetzt so schrittweise auf den Riemannschen Krümmungstensor zurückführen. Ja? Erkennen Sie das, warum man das jetzt erst aufstellen kann? Weil erst dieser Tensor G-Menü diese Eigenschaften hat, die benötigt sind, damit es konsistent geht mit dem Energieimpulstensor. Wobei ich jetzt heute halt noch zur Erklärung hinzufügen will, und das erkläre ich nicht im Einzelnen, das Kappa ist 8π durch c der vierten und dann mal der Gravitationskonstante. Und das ist die Einstein-Konstante. Wenn man das auf Bereiche anwendet, wo es keine großen Raumkrümmungen gibt, kann man letztlich daraus das Newtonsche Gravitationsgesetz erhalten. Und da haben wir hier schon das G drinnen, das dann dort auch wieder vorkommt. Und diese 8π, die kommen wohl daher, dass im Newtonschen Gravitationsgesetz traditionellerweise keine Pi drinnen stehen. Obwohl das ja so ähnlich wie das Coulomb-Gesetz ein Kugelsymmetriegesetz ist. Beim Coulomb-Gesetz sagt man 1 durch 4 Pi Epsilon 0 mal Q1 Q2 durch R Quadrat. Damit erreicht man, dass in den Grundgleichungen die Pi wegfallen. Beim Newtonschen Gravitationsgesetz steht einfach, die Kraft zwischen zwei Punktmassen ist die Gravitationskonstante mal M1, M2 durch Abstandquadrat. Na, dann müssen die Pi in die Grundgleichungen kommen. Und so wird es im Allgemeinen gemacht.
obwohl eigentlich das Pi da nichts zu schaffen hätte, sondern eher ins Newtonsche Gravitationsgesetz gehören würde. Aber das ist eine Frage von Definitionen und das hat man heute jetzt so gemacht. G ist also, wie gesagt, die Gravitationskonstante, C ist die Lichtgeschwindigkeit und dieser Energieimpulstensor, der schaut im Wesentlichen so aus, T mu nü ist gleich ein 4 mal 4 Tensor. Da steht einmal in der 0,0, an der 0,0-Stelle steht da drinnen, die Energie bzw. Massendichte wird oft als W bezeichnet. Und dann gibt es da eine Energiestromdichte, S1 durch C, S2 durch C und S3 durch C und entsprechend auch aus Symmetriegründen da herunter, S1 durch C, S2 durch C und S3 durch C. Und dann bleibt dann noch ein 3x3-Tensor über und das ist im Wesentlichen sowas, was man aus der klassischen Elektrodynamik als den Maxwell'schen Spannungstensor auffasst. Hier nennt man halt für die Gravitation G11, G12, G13, G21, G22, G23. G31, G32 und G33. Wobei hier wieder die Diagonalelemente Druckspannungen in diesem Feld beschreiben und die Nicht-Diagonalelemente, die wieder zueinander symmetrisch sein müssen, dann Scherspannungen. So in einer Analogie, wie man das auch vom Spannungstensor in der normalen dreidimensionalen Elastizitätstheorie kennt. Ich möchte das nicht weiter ausführen, weil dann wird es also zu speziell. Das kann man sich dann anschauen, wenn man wirklich intensiver in diese Theorie einsteigen möchte. Ich möchte nur noch erwähnen, aus Symmetriegründen, mit wie vielen unabhängigen Gleichungen man es hier zu tun hat. Das ist ein symmetrischer 4x4-Tensor. Der hat also 16 Komponenten. Davon gibt es also 4 in der Hauptdiagonale insgesamt und dann entsprechend 16 weniger 4 ist 12, also 6 und 6, so oberhalb und unterhalb der Hauptdiagonale. Das heißt 4 Hauptdiagonale plus 6, 10 unabhängige Komponenten gibt es da drinnen. Also diese Feldgleichungen sind insgesamt 10 unabhängige Gleichungen. Aber immerhin, das ist weniger, als hätte man direkt den Riemannschen Krümmungstensor gehabt. Weil erinnern Sie sich, am Ende vergangene Woche haben wir aufgrund aller Symmetrieeigenschaften, habe ich dann gesagt, im vierdimensionalen hat er 20 unabhängige Komponenten. No, da sind es nur mehr 10. Also etwas freundlicher die ganze Geschichte. Also hier haben Sie die Einsteinschen Feldgleichungen, wo wir insbesondere uns detailliert mit dem Geometrieteil beschäftigt haben, wo ich Ihnen zeigen konnte, dass die allgemeine Kovarianz hier gilt, die man fordern muss für den Energieimpulstensor und daher ergibt sich hier eine solche Form. Allerdings hat der Einstein sehr bald gefunden, dass ihm das nicht taugt, weil nämlich wegen der allgemeinen gravitativen Anziehungskraft man rechnen müsste, wenn man das also kosmologisch betrachtet, dass dieses Universum, was man sich damit ausrechnen kann, in sich zusammenstürzen müsste. Und das war der ursprüngliche Ausgangspunkt dafür, dass Einstein da
um das zu vermeiden, noch den Ansatz mit einer kosmologischen Konstanten gewählt hat, die dann in weiterer Folge sehr umstritten war. Letztlich hat dann Einstein nicht lang vor seinem Tod noch in einem Brief geschrieben, man sollte diese Konstante weglassen. Heute aber hat sie wieder Bedeutung erlangt. Und deswegen möchte ich das auch noch erwähnen. Also es kann auch noch eine Verallgemeinerung durchgeführt werden. Indem man also da noch eine sozusagen eine stabilisierende Konstante einführt. Zu diesem Einstein-Tensor G-Menü kann man natürlich nicht irgendwas hinzufügen, sonst verdirbt man sich ja wieder diese Eigenschaften, dass die Symmetrie gelten muss und diese Divergenz gleich Null sein muss. Aber ein Vielfaches des Metriktensors kann man allemal hinzufügen. Weil der Metriktensor ist auch symmetrisch. Und wenn Sie sich erinnern, wir hatten das Lemma von Ricci besprochen, die kovarianten Ableitungen des Metriktensors verschwinden auch. Also kann man, ohne dass man was falsch macht, noch dazufügen, plus eine Größe Lambda, Groß Lambda, mal G-Menü und das ist dann dieses Kappa mal T-Menü. Und dieses Lambda ist die kosmologische Konstante. Eine recht rätselhafte Angelegenheit, weil man dafür nicht wirklich eine unmittelbare physikalische Interpretation hat. Während des Kappa, da steht die Gravitationskonstante, die Lichtgeschwindigkeit und irgendein komischer Pi-Faktor noch dabei. Während bei der kosmologischen Konstante, die kann man nur so einregeln sozusagen, dass man so ein labiles Gleichgewicht hat, dass das Universum weder in sich zusammenstürzt, noch ewig auseinanderfliegt gewissermaßen. Und nicht sehr lang danach ist dann Hubble draufgekommen, dass es die Flucht der Galaxien gibt, dass sich also dieses ganze Universum sowieso ausdehnt, dass das möglicherweise eben auf einen, wie man sich heute sehr sicher ist, Urknall zurückzuführen ist. Und dass daher die Frage, wie stabilisiere ich meinen Kosmos, nicht unbedingt mit einer solchen Konstanten zu beantworten wäre. Das heißt, man kann dann davon ausgehen, dass diese Konstante, diese kosmologische Konstante gar nicht mehr erforderlich wäre. Dass man also dann hier mit dieser kosmologischen Konstante etwas ermöglichen wollte, nämlich ein statisches Universum, was dann ja durch die Beobachtungen widerlegt wurde. Allerdings, also ursprünglich sollte das ein statisches Universum ermöglichen. Und dann hat man sich gedacht, man braucht es nicht, aber vor gar nicht so langer Zeit haben neuere Untersuchungen gezeigt, dass es einen Inflationsmechanismus geben muss, dass am Anfang und auch bis heute ein inflationäre Expansion auftritt, wo die Geschwindigkeit der Expansion sogar noch zunimmt. Und das kann man wieder in eine solche Konstante hineinfügen. Wenn man die Konstante groß genug macht, dann führt das gegen die gravitative Anziehungskraft noch zu einem inflationären, zunehmenden eine Rate der Expansion. Da wurde vor ein paar Jahren für experimentelle Untersuchungen ein Nobelpreis vergeben dazu. Also gegenwärtig
die beschleunigte Expansion. Naja. Und damit man irgendeine physikalische Interpretation dazu hat, für diese beschleunigte Expansion, macht man dafür dann die dunkle Energie verantwortlich. Interpretation. Dunkle Energie. Ich glaube, es ist zu früh, um darüber was Endgültiges zu sagen. Daneben und davon angeblich unabhängig soll es auch eine dunkle Materie geben, obwohl wieder andererseits Energie und Masse zueinander äquivalent sein sollten. Das ist eine Sache, die aus meiner Sicht nicht zu Ende ist. Da sind eine Reihe von Unklarheiten und offenen Fragen. Aber ich wollte Ihnen nur zeigen, auch diese Gleichung, die zunächst einmal mit ganz anderen Intentionen aufgestellt wurde, hat auch heute wieder eine gewisse Berechtigung. Nur diese Gravitation, diese kosmologische Konstante, die hat noch eine andere merkwürdige Eigenschaft. Die ist so winzig klein, so 10 hoch minus 100 oder irgendwas. Also, naja, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Jedenfalls glaube ich, dass Sie aus alledem jetzt sehen können, wie man aus unserem doch nicht so komplizierten Tensorformalismus auf die Feldgleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie kommt. Beachten Sie, wir hatten uns mit der Kovariantenableitung beschäftigt. Und ich glaube, ich konnte Ihnen einfach klar machen, anhand sehr einfacher numerischer Beispiele, erinnern Sie sich an dieses parallele Vektorfeld in ebenen Polarkoordinaten, dass man mit dieser Kovariantenableitung, was ja nichts so Schwieriges ist, kommt nur der eine Term mit dem Christoffel-Symbol dazu, die wirklich jegliche Änderung eines Vektors, wenn man sich innerhalb des Raumes, wo er definiert ist, weiterbewegt, ausrechnen kann. Und die ist die Basis für all das. Weil wenn man die kovariante Ableitung eines Vektors betrachtet, dann kann man auch zweimal hintereinander kovariant ableiten. Und wenn man die Ableitungsreihenfolge ändert und das voneinander subtrahiert, kommt schon der Riemannsche Krümmungstensor heraus. Und wenn man den dann entsprechend umformt, sodass aus dem Tensor vierter Stufe ein Tensor zweiter Stufe wird, da hat man dann schon diese Verjüngungen, die zum Ricci-Tensor und zum Ricci-Skalar führen. Und dann da ein paar so involvierte Umformungen macht. Aber es ist alles nicht wirklich schwer. Überall sind Sachen drin, die Sie schon kennen. Nur, dass man jetzt gerade das und dann das und dann das, da muss man sich lang hinsetzen und muss man das überlegen. Und dann kommt man auf diesen Einstein-Tensor und der ist praktisch der entscheidende Key, mit Hilfe dessen die Feldgleichungen aufgestellt werden können. Und ich glaube daher, obwohl vielleicht einige von Ihnen erst im zweiten Semester sind, dass man wirklich, ohne dass man jetzt weiß Gott, welche Voraussetzungen haben musste, von den einfachen Anfängern im Oktober vergangenen Jahres bis jetzt einen kontinuierlichen Vorgang hatte. Ein bisschen mitdenken hat man natürlich schon müssen. Aber nirgends ist irgendwo der Deus ex machina gekommen, sozusagen. Ich glaube, es ist schon schlüssig. Wie das dann zu lösen ist und wie man dann diese Lösungen interpretieren kann und was für unterschiedliche Lösungen es gibt, die dann auch zu schwarzen Löchern führen und so weiter, das sollen Ihnen die Theoretiker aus der ART dann vorführen. Aber die Basis von alledem, das was bei der klassischen Elektrodynamik die Maxwell-Gleichungen sind, ist hier diese vierdimensionale Tensorgleichung,
der Einsteinschen Feldgleichungen. Und ich glaube, die konnten sie damit durchaus verstehen. Ein letztes Kapitel möchte ich noch beginnen, denn mit Freude sehe ich, dass mir noch eine Viertelstunde überbleibt. Und zwar eigentlich das vorletzte, Tensoren und Kurven. Jetzt kommen wir wieder mehr zur Geometrie. 26. Wir hatten bis jetzt, da komme ich jetzt wieder auf die gerade wieder erwähnte und hervorgehobene kovariante Ableitung zurück, wir hatten bisher nur Änderungen von Tensoren mit einer bestimmten Koordinate, zum Beispiel Q Gamma, betrachtet. Änderung von Tensoren mit einer Koordinate, vielleicht Q Gamma oder was auch immer. Und zwar natürlich pro Einheit dieser Koordinate. Das hatten wir bisher berechnet. Und da haben wir gesehen, dass bei Skalaren, dass d Lambda nach einer solchen Koordinate, nennen wir es QI, gleich ist Lambda kovariant nach I. Die kovariante Ableitung eines Skalars ist gleich der partiellen. Diese Eigenheiten mit den Christoffelsymbolen treten nicht auf, weil ja, wie schon oft betont, für die Skalare und ihre Definitionen die Basisvektoren gar nicht notwendig sind. Daher spielen ihre Änderungen auch keine Rolle. Und andererseits aber haben wir auch einen Vektor A-Pfeil nach einer Koordinate QI differenziert. Und da ist es etwas komplizierter gewesen. Da haben wir entweder ein A oben J nach I G unten J Pfeil oder ein A unten J nach I G oben J Pfeil gehabt. Wenn man den Vektor A-Pfeil als AI-GI-Pfeil aufschreibt. Also das ist der Fall für einen Skalar, das ist der Fall für einen Vektor. Und mehr als das wollen wir in diesem Kapitel jetzt gar nicht behandeln. Also, wenn man den Skalar nach einer Koordinate differenziert, dann macht man das einfach partiell und man hat schon die kovariante Ableitung. Wenn man einen Vektor nach einer Koordinate differenziert, dann muss man den Vektor darstellen als aj gj Pfeil und müsste auch die Änderungen von dem gj Pfeil berücksichtigen. Das fasst man aber zusammen in diese kovariante Ableitung. Die stellt dann schon richtig die Komponenten dieses Änderungsvektors in der Basis GJ da, entweder so oder so. Sie können zurückblättern zu Ihren Unterlagen für die kovariante Ableitung. Sie werden genau das so dort vorfinden. Und jetzt aber wollen wir uns interessieren, wie Tensoren sich längs Kurven verändern. Insbesondere, wie sich Vektoren längs Kurven verändern. Also nunmehr bisher haben wir die Änderungen mit einer Koordinate Q Gamma, nunmehr aber die Änderung Änderungen
von diesen Tensoren, Skalaren oder Vektoren längs einer Kurve C. Eine Kurve in dieser Mannigfaltigkeit. Und diese Kurve C hat eine Parameterdarstellung. Wie heute üblich, die Parameterdarstellung ist natürlich, dass das QI gleich ist QI von dem Parameter T. Eine solche Kurve betrachten wir also. Naja, und jetzt ist das relativ einfach. Jetzt schauen wir uns an, wie ändert sich hier das Skalarlambda? Und dann, wie ändert sich der Vektor A? Längs dieser Kurve C. Also ich habe eine gewisse Kurve in meiner Mannigfaltigkeit und ich betrachte jetzt längs dieser Kurve, wie sich der Vektor eines Vektorfeldes oder das Skalar eines Skalarenfeldes ändert. Und da schauen wir uns zunächst an. Änderung von Lambda, also des Skalars Lambda, längs der Kurve C. Na, das ist sehr einfach, weil dieses d Lambda nach dt längs der Kurve C ändert sich ja der Parameter Lambda. Wenn Sie jetzt so weit raufziehen, dann sehen Sie da oben noch die Parameterdarstellung. Das d Lambda nach dt ist natürlich d Lambda nach dqi mal dqi nach dt nach der Kettenregel. Ja, und das ergibt dann, weil das d Lambda nach dqi gleich ist, das Lambda-Kovariant nach i, und nachdem wir nur einen Parameter haben, können wir auch volle Differenziation schreiben, dqi nach dt, kriegen wir damit, dass die Änderung des Skalars d Lambda nach dt gegeben ist als Lambda nach i mal dqi nach dt. Und jetzt definieren wir uns die absolute Ableitung von dem Skalar Lambda mit großen d. d Lambda nach dt als Lambda nach i mal dqi nach dt. Und jetzt sehen Sie, das Lambda nach i dqi nach dt, das ist ja schon das gewünschte d Lambda nach dt. Also damit ist trivialerweise die Änderung von Lambda längs der Kurve C gegeben als d Lambda nach dt ist gleich Lambda mal i nach d mal dqi nach dt, und das ist die absolute Ableitung. Also mit großen d, d Lambda nach dt. Das schaut jetzt sehr trivial aus. Bei den Vektoren ist es nicht ganz so trivial. Und das kann ich Ihnen jetzt zum Schluss für heute noch zeigen. Also Änderung von Lambda längs Kurve C, jetzt Änderung von dem Vektor A Pfeil längs Kurve C.
Es geht immer um diese Kurve mit der Parameterdarstellung QI gleich QI von T. Naja, und das schreiben wir uns natürlich jetzt auf. Wir haben ein dA-Pfeil nach dt, die Änderung des Vektors mit dem Parameter längs der Kurve C. Und das können wir genauso wie dort nach der Kettenregel machen. dA-Pfeil nach dQI mal dQI nach dt. Naja, aber hier jetzt mit dem dA-Pfeil nach dQI wird es ein bisschen schwieriger, weil das dA-Pfeil nach dQI, wie es da oben steht, dA-Pfeil nach dQI beinhaltet hier die kovariante Ableitung mal GJ-Pfeil. Also haben wir hier, das ist zu ersetzen mit einem AI nach J GJ-Pfeil und dann mal DQI nach DT. Warten Sie, ich habe dort mit die Indizes verdauen, ja. dA-Pfeil nach dt ist dA-Pfeil nach dQI, dQI nach dt ist AJ nach I, natürlich. AJ nach I, GJ-Pfeil und dann dQI nach dt. Oder AJ nach I, G oben J-Pfeil und wieder dQI nach dt. Schauen wir an, was da oben steht. dA-Pfeil nach dQI. Das, was hier steht, können wir ersetzen entweder durch AJ nach IGJ-Pfeil oder als A unten J nach IG oben J-Pfeil. Immer zu multiplizieren mit diesem dQI nach dt. Naja, und jetzt definieren wir uns hier wieder eine absolute Ableitung. Wie kann ich das da weiterführen? Von A-Pfeil längs Kurve C das entspricht also dieser Definition da hier, Definition absolute Ableitung jetzt für den Vektor und da haben wir entweder ein D A oben J nach D QI, das entspricht AJ nach I mal dem DQI nach DT. Oder DA unten J nach DQI, das ist hier, ist jetzt A unten J nach I dQI nach dt. Bitte. Sollte da nicht absolute Ableitung nach t stehen? Natürlich. Ganz richtig. Weil es auch hier so ist, dass wir da die absolute Ableitung nach t haben. Wir fassen diese zwei Terme jeweils jetzt zusammen zu dieser absoluten Ableitung. AJ nach I dQI nach dt oder A unten J nach I dQI nach dt.
Und damit erhält man dann die Änderung von A-Pfeil, also die Änderung dieses Vektors längs C, längs der Kurve C, als dA-Pfeil nach dt, gleich, und das ist jetzt diese absolute Ableitung mal den entsprechenden Basisvektoren. Also entweder dA oben je nach dt, das ist das mal dem, mal g unten je Pfeil, oder wieder dA-Pfeil nach dt ist dann im zweiten Fall A und, also das dA unten je nach dt. Das entspricht den beiden mal g oben je Pfeil. Und da habe ich gesehen, habe ich bei dem g den Pfeil vergessen. Also was eigentlich das Neue dabei ist, ist, dass wir, wenn wir nach der Kurve gehen, dass wir immer diese Kettenregel brauchen. dA nach dqi, dqi nach dt. Und das dA nach dqi, das hatten wir schon früher ausgerechnet mit Hilfe der Kovariantenableitung und haben da eben das dA nach dqi ist A je nach I, G, je Pfeil oder A unten je nach I, G, oben je Pfeil. Und das setzen wir hier ein. Entweder A je nach I, G, je Pfeil so, oder A je nach I, G, je Pfeil so, immer multipliziert mit dqi nach dt, dass man jetzt nicht nur die Änderung mit einer Koordinate hat, sondern mit dem ganzen Parameter der Kurve. Und das liefert einem letzten Endes mit Hilfe dieser absoluten Ableitung in einfacher Weise die Änderung eines Vektors längs einer Kurve C. Mit Hilfe dessen werden wir nächste Woche, und das ist die letzte Vorlesung, nächste Woche uns anschauen, was für Eigenschaften von solchen Änderungen wir bekommen. Und als ersten Vektor-A-Pfeil, den wir betrachten werden, nehmen wir den Tangentenvektor. Und wenn wir das machen, führt uns das sofort zu dem berühmten Begriff der geodätischen Linie. Das kommt nächstes Mal. Dann schauen wir uns noch an, was parallele Vektoren sind. Und das rundet dann unsere Kenntnis von der Tensorrechnung ab. Also so viel für heute. War leider Gottes noch einmal einigermaßen herbe Kost vielleicht. Aber dafür haben Sie gesehen, wie man zu den Feldgleichungen kommt. Und das ist eine Einleitung zur Geometrie der Skalaren und Vektoren auf Kurven. Bis in einer Woche. Danke. Applaus